Ja, nachträglich kann man das ging sagen. Oder ich habe die letzten 3 Wochen bin ich quasi Tag und Nacht unterwegs gewesen. Vorher habe ich mir vor allem darauf konzentriert gegeben, dass ich in Bern gearbeitet habe, dass ich in der Herbstsession bin ich sehr stark engagiert gewesen. Aber sehr wahrscheinlich ist die Information noch zu wenig übergegangen und darum ist das na ja, schwierig gewesen, eben, die Leute na, generell zu überzeugen. Aber ich muss auch feststellen, dass die generelle Konstellation eher so war, dass zum Beispiel auch ein Haufen linke Frauen, die eigentlich gesehen haben, sie würden den Volanter unterstützen, also das Zweierticket Le Vrai Volanter, wo sie eher der Frau die Unterstützung gegeben haben. Und zweitens so habe ich gehört, dass die SVP in gewissen Bezirken Frau Gapani besonders stark unterstützt haben, weil sie auch im Hinterkopf haben, die Wahlen von 2021, also die kantonalen Wahlen. Also es sind ja Haufen Sachen, die eigentlich nicht so klar sind, die man müsste mit berücksichtigen, wenn man erklären möchte, was eigentlich der Grund war, dass ich nicht mehr gewählt habe. Kommen wir zu euren Plänen für die Zukunft. Ihr seid nicht mehr im nationalen Parlament vertreten. Politik ohne Volanten, wie geht es für euch dazu? Ja, ich bin jetzt fast das vierte Jahrhundert in der Politik gewesen, aktiv. Und ich glaube, hinacht geht meine politische Karriere zu Ende. Ich werde aber nicht in die Pension gehen, sondern ich habe viele Interessen und Ideen und freue mich, jetzt auch ein bisschen mehr Zeit zu haben für meine Frau, für meine Familie und vielleicht die Hobbys, die ich noch machen möchte. Und darum freue ich mich jetzt auf die neue Zeit und die neuen Freiräume, die ich zur Verfügung habe. Ihr glaubt, dass Politik fertig ist, dann nicht so bezüglich? Mo, ich kann das ganz klar sagen. Meine politische Karriere ist heute Abend fertig geworden.